Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format. Sie wird unterstützt von der Lejeune Academy München. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie München TV eingeschaltet haben. Ja, heute haben wir einen Brennpunkt, und zwar Brennpunkt Kabarett. Und hier sitzt der Christian Springer. Ich freue mich. Ja, servus. Grüß Gott. Wir können ja teilweise auch in Münchnerisch reden, wir zwar, gell? Ja, das ist wohl wahr. Wobei Münchnerisch ist wirklich, was ist das? Ja, genau. Also ich hatte eine Großtante, die ist jetzt schon lang tot, die ist um 1900 geboren. Und die hat schon das geredet, was man noch sagt, Münchnerisch. Ja, ja. Ja, und ich sage immer, ich bin viel in Niederbayern unterwegs, beim Spulen und in Oberbayern. Und die sagen immer, nauffahren und nach Minga. Und ich sage, ein Münchner sagt erstens mal nicht Minga, sondern München. Ja. Und wir fahren ober. Ja. Und genau, und es gibt ja unglaublich viele Dialekte auch in München, also in der Stadt. Man hört schon ein bisschen, ja? Ja, es ist natürlich inzwischen, wir haben einen Bevölkerungsanteil in München von über 30% mit Migrationshintergrund. Genau. Also damit sind überhaupt gar nicht die Flüchtlinge gemeint. Und München war schon immer ein Sammelsurium. Mitte des 19. Jahrhunderts war München ja wirklich ein Dorf, und der große Zuzug kam dann 1890, als wirklich diese großen Steingebäude errichtet hat, als ein immenser Zuzug war. Und das waren alles Zugreiste. Natürlich auch aus Bayern natürlich, aber München ist immer eine Stadt des Kommens und Gehens. Also so der Münchner, ja. Also man hat auch immer wieder, ich bin jetzt kürzlich wieder aus Amerika zurück, man hat immer wieder Freude, wenn man in München oder auch unser Flughafen, also das passt schon, oder? Also geht es ja genauso, wenn Sie jetzt irgendwo wissen. Ja, das ist lustig, dass wir jetzt unser Gespräch so anfangen, weil ich trage das natürlich vor mir her wie nochmal was, ja, dass ich Münchner bin. Ich sage auch immer bei meinen Auftritten in Bayern, nein, ich bin kein Oberbayer, ich bin Münchner. Ja. Und ich werde auch, und das ist ein bisschen ein Gelächter dann in der Familie, weil ich sage, ich werde nicht außerhalb der Grenzen von München ziehen. Das kommt für mich nicht in Frage. Ich kann nicht nach Ottobrunn oder nach Putzbrunn-Haar irgendwas geschweige denn nach Ebersberg oder wo. Das geht überhaupt gar nicht. Wenn man im Ausland ist oder wenn man jetzt einfach wie in Amerika und die sagen, oh, you are from Munich, dann kommt also leider immer gleich FC Bayern München, also 60 kommt da nicht, gell? Ja, das macht dich schon ein bisschen traurig. Schlechte Laune, oder? Ah, schlechte Laune nicht, ja. Ich stehe ja dazu, ja. Ich bin da ein Blauer, und lustigerweise haben wir jetzt einen jordanischen Investor, was sehr viel mit meinem Leben ja zu tun hat, nicht der jordanische Investor, aber diese Gegend, weil ich da halt oft bin und ja Arabisch studiert habe. Aber die 60, ich komme da gar nicht raus, ja. Das ist ja familienbedingt. Ja, mein Papa bin ja als kleines Kind schon ins 60er Stadion gefahren und so. Ja. Und mein Bruder auch. Und ein paar meiner Kollegen halten uns auch noch die Stange. Ja, der Otti Fischer und der Michael Lerchenberg, Michael Altinger, Bo gibt es, die auch noch auf der falschen Linie sind. Für die Roten. Ja. Jetzt gibt es ja eine schöne Geschichte. Ich habe mal vor vielen Jahren den Friedhof, den obersten Friedhofswärter vom Ostfriedhof im Interview gehabt. Und der hieß Schmidt. Und der hat immer gesagt, genau. da bringen wir jetzt keine Sendung zusammen. Ja? Aber irgendwo habe ich gedacht, ich muss da rausfinden, wo der einfach viel erzählen kann. Dann sage ich, sind Sie ein Fußballfan? Sagt er, ja, ich bin ein Blauer. Sagt er, soll ich Ihnen mal das Grab vom Rudi Brunnemeier zeigen? Meine Güte, ja. dann waren wir da, der liegt ja am Ostfriedhof, und das ist alles blau geschmückt. Nein. Ja. Kennst du das gar nicht? Nein, das kenne ich nicht. Ich mache ja, ich halte mich ein bisschen eher an die Lebenden, aber es dodelt viel nur bei den 60er. Ja. Genau. Aber der Rudi Brunnemeier, der war kein schlechter, gell? Naja, das ist natürlich ein großes Denkmal. Ja. Ja. Also da gibt es ja viel. Ja. Da, man kann streitbare Figuren, ja, Werner Lorand, der Carsten Wettberg, ja, leben alle noch, sind für die Aufstiege da. Und man muss ja sagen, jetzt, wenn ich die letzten 5 Trainer aufzeigen kann, ich kann es gar nicht machen, weil es ist natürlich. Das war ein bisschen viel, gell?
Bisschen voll. Ja, genau. Bisschen voll. Aber wie kriegt es das hin, dass der Verein einmal wirklich rauskommt? Weil vom Fanpublikum her ist es ja sensationell, die Löwen. Ja, aber das bröselt auch. Also ich weiß schon noch, gute Zeiten. Natürlich reden wir da über eine andere Zeit, aber früher war das 60er-Stadion ja nicht nur mit den 60er voll, sondern es hat einfach auch nur bei uns in der Verwandtschaft Leute gegeben. Das waren eingefleischte Bayern-Fans. Und weil die halt keine Zeit gehabt haben oder nicht nach Hamburg und Berlin fahren konnten, was ja alle 14 Tage dann ein spielfreien Samstag für sie gewesen, sind die auf 60er Spur. Weil wir gehen am Samstag auf den Fußballplatz und wollen einen guten Fußball sehen. Nur das ist die 60er alles weggebröselt. Das gibt es alles gar nicht mehr. Ja, also der Radi Radenkovic, den muss da langsam auch reintragen, ja, ins Stadion. Nicht, weil er alt ist, sondern weil man sich zum Teil nicht mehr herzlich aufgenommen fühlt. Ja. Einfach, es wurde im Grunde ja, einfach die DNA verkauft. Also das ist mein Gefühl. Ja, es sind unfassbar viele Fehler gemacht worden. Ja. Ich glaube, da gibt es wirklich einen Weg zurück, weil das 60er-Fanpotenzial, es ist ein Traditionsverein. Und jetzt habe ich erst kürzlich wieder ein Gespräch geführt, wo ich sage, ja, es ist so ein Druck, da wir sind ein Traditionsverein. Also es gibt nichts Schöneres, wie ein Traditionsverein zu sein. Seid ihr irre? Ja, und es ist so ein Druck da, weil wir müssen dann jetzt jedes Spiel gewinnen. Sage ich, ja, Herrschaftszeiten, wenn ich als Bub auf dem Hof gespielt habe, Fußball, war auch der Druck, da wollte man auch gewinnen. Ich sage, kann ich hingegangen und sagen, ah, heute ist wurscht, ja, haben wir überhaupt einen Ball? Sage ich, seid ihr irre? Ihr kriegt einen Haufen Geld dafür. Also da darf ich nicht umeinander jammern. Also da wird schon gejammert auf hohem Niveau, aber da, jetzt komme ich schon wieder ins Schimpfen rein. Jetzt gehen wir mal ein. Sie haben sich einen unglaublichen Namen ersprochen. Sie haben einfach viele Zwerchfälle bedient. Ja, die Leute mengen sie. Sie mengen sie. Was macht denn jetzt einfach so einen guten Christian Springer aus? Was ist das? Ja, da müssen Sie einen Journalisten fragen oder einen Zuschauer. Also das ist immer ganz schwer, diesen Außenblick zu haben. Aber Sie kriegen ja Feedback. Ich merke es ja selber. Feedback. Also alle mengen mich nicht. Ja. Ja. Das sehe ich immer bei meinen Startbereden. Ja, was ja. Da für ein aber ist klar, ja, wenn man runterbeifert, dann kommt, muss man aushalten, dass was zurückkommt. Absolut. Das ist auch völlig normal. Ich glaube, dass die Leute bei mir hoffentlich das Gefühl haben, dass ich keine Witze erzähle, nur um der Unterhaltungswillen und dass dann ein Haufen Leute sitzen, sondern die kriegen da mich. An mein Kabarettprogramm, da gibt es nur Teile geschrieben. Ich stelle das jeden Abend neu her. Aber Sie haben ja immer ein anderes Publikum. Ich habe auch immer ein anderes Publikum. Also wenn Sie jetzt da jetzt jemanden sehen, also jetzt haben wir die junge Dame mit dem roten Pullover, Sie fixieren sie. Sie haben ja alles drin, Sie haben ja von Hartz IV bis Chanel 5 drin sitzen. Ja, das ist wohl wahr. Ich hab schon ein Publikum, das wirklich sehr gemischt ist. Mhm. Aber dass ich jetzt die junge, hübsche Dame mit dem roten Pullover fixiere, da gibt es ein paar Schwierigkeiten. Erstens mal ist es natürlich auf der Bühne durch die Scheinwerfer sehr dunkel unten. Ich sehe es sehr schlecht. Okay. Dann habe ich über 3 Dioptrien. Also da habe ich schon mit dem Augenlicht, weil ich bin ja ohne Brille. Ja, jetzt ja auch. Ja, ich bin ja da furchtbar eitel. Nichts ja. Für gemischte Sauna. Ja, ich bin eh nicht so der Wellness-Typ und dann, also ist es, und man muss dann auch leider sagen, im Kabarett, da gingen uns die Jungen ab. Das ist schon eine Generation, die das gepflegt hat, so ins politische Kabarett, wie ich es treibe, dass man da 25-Jährige, selbst 35-Jährige, 39-Jährige, 40, also ich sage mal, wenn zwei 45-Jährige drin sitzen, sagen wir, ui, heute haben wir aber Leute, die einen Schnitt, heute haben wir die Jugend da. Ja. Ich glaube, dass es erstens mal wahnsinnig teuer geworden ist, also gerade in München, wenn man ins Kabarett geht, und ich spiele natürlich gerne in den renommierten Läden, weil das toll ist. In dem Moment, wo du aber an der Uni spielst, ist es voll. Da sind die alle da, da sind die ganzen Studenten da. Aber man muss sich ja vorstellen, dass du eine Karte unter 20 Euro noch kriegst, das ist selten, dann hast du eine Freundin, die lässt dann trinkst du noch was, dann ist der Abend aber um 12:30 vorbei und da geht der Student dann auch nicht heim, um 12:30 am Samstag und das kostet wahnsinnig viel Geld. Und du hast natürlich, kannst daheim sitzen an deinem Tablet oder Laptop und kannst ja alles runterladen. Es gibt ja fast alle Programme und Ausschnitte inzwischen online. Sie selbst, wie wird man einfach Kabarettist? Also, da gibt es eine Legende, die ich sehr liebe und gleich erzählen will. Und dann gibt es die Wahrheit. Aber die Legende ist nicht gelungen. Ja, ich habe im Kinderchor der Oper gesungen. Oh. War ein bisschen schüchtern, aber mein Bruder war da schon, mein älterer Bruder war da schon und Mama hat ein Opernabo gehabt, also man gab eine bestimmte Beziehung zu der Oper. Wir haben an der Linie, ich glaube 14 war das damals, gewohnt, ich habe bloß einsteigen müssen und bin vor dem Bühneneingang ausgestiegen. Und
Es gibt ja etliche Kinderchöre in La Bohème, in Turandot, in Carmen. Zauberflöte, oder gibt es ja die drei Jungs? Ja, dann gibt es natürlich Hänsel und Gretel, ja, Humperdinck und so. Humperdinck. Und in Carmen, wobei ich mich nicht erinnern kann, ob ich da überhaupt jemals mitgesungen habe. Ja, bei Gurt war ich nämlich auch nicht. Da gibt es eine Szene, wo die Soldaten über die Bühne marschieren und die Kinder dahinter her, ja, und schneuzen die Füße hoch und singen da auch einen Schmarrn dann und veräppeln sozusagen die Obrigkeit. Also die machen da letztlich Kabarett in einem Sinne, Obrigkeit veräppeln, ja, die ein bisschen anschießen da oben. Und das ist die Legende, wo ich sage, da habe ich schon ganz früh in der Oper letztlich Satire gemacht. Habe ich damals weder verstanden noch wurscht. Ja. Und die wahre Geschichte ist, ich habe dann auch Zither gespielt, also ich wollte immer auf der Bühne auch irgendwas machen, viel Musik auch. Und war dann in einer Münchner Gymnasium und wollte in die Theatergruppe. Jetzt bin ich da aber ein bisschen Schnösel gewesen in der Schule und mir haben diese ganzen Schüler nicht gepasst, also meine Mitschüler, die da Theater spielen wollten. Da habe ich gesagt, oh Gott, doch nicht mit denen. Der Lehrer, der das gemacht hat, habe ich gedacht, oh Gott, doch nicht mit dem. Da habe ich gedacht, so, jetzt haben wir da was, was für mich da war und ich mag da aber nicht. Dann habe ich einfach, es war eine Physikstunde, das weiß ich noch gut, stimmt, wir sind ganz hinten gesessen und war ja nicht so gut. Dann haben wir ein bisschen rumblödelt, ja, mein Schulfreund und ich, haben gesagt, weißt du was, wenn die da an dem Sommerfest da ihre Theateraufführung machen, wir sind so lustig, haben wir gemeint, ja, wir machen Kabarett. Und dann habe ich gesagt, oh ja, da fragen wir jetzt nur drei andere. Und dann haben wir quasi als Gegenveranstaltung, also auch schon wieder ein kabarettistischer Gedanke, haben wir eine, als die ihr Schultheateraufführung gehabt haben, sind wir in einem anderen Klassenraum gewesen und da haben wir eine Kabarettaufführung gemacht. Und das war meine erste Kabarettstunde. Und seitdem ist das da hingegangen. Da habe ich sehr bald einen Helmut Schleich kennengelernt, der damals schon einen Strauß wunderbar parodiert hat. Der war 17 oder was und ich 19, der Helmut ist, glaube ich, zwei Jahre jünger. Und so ist es immer dahingegangen. Es war Schülerkabarett, Studentenkabarett. Aber die Themen, ja, dass du einen Strauß hast und einen Stoiber und so damals, das war per se schon ein guter Anschub. So ist das losgegangen. Wunderbar. Jetzt haben Sie ja so quasi beim Starkbierfest im Löhnbräukeller haben Sie ja schon richtig hingelangt. Und eben die Parallelveranstaltung, die ein bisschen vorher war, am Nockerberg, die war im Grunde nicht so tief. War das so bewusst? Haben Sie gedacht, jetzt leisten wir einfach mal so ein bisschen Tiefgang, oder? Nein, es ist natürlich, man hat ja das als Künstler nicht ganz so gern, wenn man das dann immer vergleicht und so. Aber es kommt natürlich, ja, in der Zeitung, genauso wie jetzt im Gespräch. Und ich bin ja am Nockerberg eingeladen. Ich habe am Nockerberg schon mitgeschrieben. Ich habe auch schon, war schon auf der Bühne am Nockerberg, kenne das sehr gut. Und darf jetzt als Gast da drin sein und sitzt dann da drin am Vorabend und am nächsten Tag, da ist allerdings meine Rede schon fertig, am nächsten Tag ist dann der Münchner Starkbieranstich, meistens im Löwenbräu, also im Löwenbräukeller, und da sitzen dann halt die Stadtpolitiker drin. Und der große Unterschied ist der, ich habe vor mir die Stadtpolitik, die sitzt da drin, da ist der Oberbürgermeister da, und aber eben nicht der Seehofer. Und da wird auch Wert drauf gelegt, dass mindestens ab der ersten Reihe, dass da die Münchner drin sitzen. Das heißt, da sitzen einfach 1000 Münchner drin. Das gibt es am Nockerberg nicht, weil das ist eine ausgewählte Schar. Verstehe? Das ist, so ist der Nockerberg. Das sind komplett unterschiedliche Veranstaltungen. Und ich mache den Münchner Starkbieranstich. Und jetzt hatte ich bei dem, den Sie erwähnen, das Riesenglück, dass in den letzten Monaten in München so unglaublich viel los war. Weil ich gesagt habe, ich brauche überhaupt keinen, über was redet man, Erdogan, Merkel, Seehofer, die brauche ich ja alle nicht. Ja. Ja, weil ich stehe in München, ja, das wird dann nicht bundesweit ins Fernsehen übertragen und die Leute verstehen mich, was ich meine. Und das war ein Riesenglück, dass ich da Themen gehabt habe, wo ich sage, so, und jetzt, und auch nicht bloß gegen die CSU oder die SPD, sondern ja, wunderbar. Da haben jetzt alle ihre Finger drin. Und deswegen hat das so eine Kraft gehabt an dem Tag. Jetzt finde ich Sie, ich habe natürlich so einiges gegoogelt über Sie. Ich meine, die Medien haben das ja richtig aufgenommen. Es war fast ein größerer Schlag wie vom Nockerberg, weil das war alles so zahm, ja, so, wo man so manchmal so am letzten Zahn irgendwie am hohlen Zahn gelacht. Ja, also. Aber bei Ihnen ist ja so richtiges Mediengewitter gekommen. Gehen Sie da auf Deckung am nächsten Tag, wenn es in der Zeitung steht, oder lesen Sie das alles, oder ist Ihnen das wurscht?
Nein, natürlich nicht. Ja, die künstlerische Eitelkeit. Auf der einen Seite ist es ein bisschen deppert, weil die Luise Kinseher, die es jetzt gerade macht, ich kenne ja alle, die den Nockerberg gemacht haben. Der Bruno Jonas, der Django Asyl, dann der Gerd Fischer und wir es alle geheißen haben. Ja. Und mit der Luise, wir haben studiert zusammen. Wir kennen uns aus der Uni und wir mengen uns auch. Und da mag keiner den anderen irgendwie, ich bin viel besser oder irgendwie. Mir hat das bei der Luise leid, da, wie da, weil das gerade diese Rede nicht verdient hat, dass man so schlecht drüber redet, in meinen Augen. Und auf der anderen Seite mag man dieses ausgespielt werden auch nicht. Doch trotzdem ist es natürlich so, dass ich dann schon am nächsten Tag mal nicht im Bett noch mal umdrehe, sondern schon aufstehe, meinen Bademantel anziehe und dann ganz schnell rausgehe und Zeitung hole und schaue, was geschrieben wird. Also, und dann ist die Freude natürlich groß, wenn man aufschlägt, in der Zeitung ist dann eine ganze Seite. Und, was mir aufgefallen ist, Sie haben da auch verhältnismäßig viel abgelesen. Sie kommen ja besser rüber, wenn Sie frei reden. Ja. Ist das mal so, muss man da ablesen oder? Also ich kenne es aus meinen Vorträgen, wenn ich was in die Hand nehme oder wenn ich jetzt zwei die Zuschauer sage, jetzt wollen wir nichts mehr, ich habe zwei Karten drauf, ja. Da steht das gerade drauf, Sie sind ein guter Typ und so. Aber das also das nicht. Ist, ich glaube, ich kann ganz gut freireden und ich mache das auch. Mhm. Aber, und ich hoffe immer, man merkt es nicht so. Ja, das tut mir jetzt ein bisschen weh. Ja. Aber es ist so. Es ist vor allen Dingen deswegen so, weil ich ja nicht mehr gescheit ablesen kann. Und ich bin ja nicht nur kurzsichtig, sondern ich brauche halt Lesebrille. Ja. Nur deswegen sieht man es ja, dass ich da ablese. Aber da gibt es natürlich einen geschriebenen Text. Und der Trick ist einfach der, wenn ich um 9 Uhr droh bin am Starkbierfest und um 7 geht die Veranstaltung los, dann sitze ich ab 5 Uhr oben in meinem Kammerl und schreibe noch rum. Ja. Und ich glaube, das sind dann sehr groß bedruckte Würfe, sind es 28 Seiten oder was, da sind mindestens, ich sage mal, 4 Entstehungen in diesen letzten beiden Stunden, wo die Veranstaltung schon läuft. Ja. Also, nein, das mache ich jetzt anders. Und da brauche ich natürlich irgendeine Stütze dann. Und vor allen Dingen, du hast ja nur einen Schuss. Das heißt, ich konnte das nicht vorher irgendwo üben oder so, wie man es normalerweise im Kabarett macht, dass man Vorpremieren, sogenannte Vorpremieren macht. Ja. Ja. Ich fahre da nach Windisch-Eschenbach und bin da 2 Tage fürs Kabarettprogramm, übe das ein und dann gehe ich frei auf. Das habe ich da nicht. Aber da gibt es eine Mega-Geschichte, und zwar ein sehr berühmter deutscher Manager. Sehr elegant, sage jetzt keinen Namen. Der hat also seinen Referenten gehabt und der hat ihm immer die Reden eingepackt. Ja. Und irgendwo hat er dann eine Rede gehalten, glaube ich in Köln, und da hat er das schön vorgelesen, sehr betont und so. Und dann plötzlich kam eine weiße Seite und dann war, hiermit kündige ich und jetzt können Sie den Rest der Rede selber weiterreden. Ist nicht wahr. Ja, wirklich. Großartig. Und das war natürlich fast wie ein Herzinfarkt. Gell? Großartig. Also, gibt es so Sachen. Jetzt, ich finde, Sie haben so irgendetwas Hofnärrisches. Sie wissen, der Hofnarr war, also früher bei den Königen war der sehr beliebt, weil er die Leute im Grunde intelligent, ja, hat ihnen einen Spiegel vorgehalten. Sehen Sie sich auch so manchmal so als Hofnarr? Ja, natürlich, weil erstens mal ist der Hofnarr immer ganz nah dran gewesen an den König, was oder an den, zum an den, Song gehabt ja, haben. Genau. Ja. Und wir dürfen uns als Kabarettisten nicht einbilden, dass wir die Welt verändern können. Dass wir sozusagen eine außerparlamentarische Opposition werden, die dann sagt, wir sind unfassbar wichtig und man hört auch auf uns. So ist es halt einfach nicht. Ja. Unser Beruf hat mit Unterhaltung zum Tor und mit Theater, mit Bühne. Aber auch mit Intelligenz. Im besten Falle ja. Ja, doch, ja. Doch. Also und das Hofnarrentum, ich mag ja diese Geschichte sehr, sehr gerne. Man merkt es ja, ich komme immer vom 100. ins 1000. Faust 2. Ja. Goethe hat den Faust geschrieben, das weiß jeder. Er hat auch noch Faust 2 im hohen Alter geschrieben. Das hat kein Mensch gelesen, weil es kompliziert ist. Und er sagt, das kapiere ich nicht. Und er sagt, furchtbar. Ja. Aber relativ am Anfang taucht das königliche Gefolge auf und der König selber, die latschen da die Treppen auf, da in diesen Empfangssaal vom König und natürlich der Hofnarr. Meistens war er klein und dick, also das mit der Fülle, das sehe ich noch ein. Klein nicht, ich bin ein bisschen zu groß für das übliche Hofnarrenbild. Und dann gingen die da rauf in Faust 2 und dann ist der Thronsaal da und dann sagt der König, ja, jetzt seid ihr alle, aber wo ist denn der Hofnarr? Und dann sagt der Marschall, also ich kann jetzt das nicht auswendig und nicht in dieser schönen Reimform von Goethe, und dann sagt er, oh, den haben wir auf der Treppe verloren. Also entweder war er so besoffen oder er ist irgendwie da runtergekugelt. Ja. Ja, der war nicht da.
sozusagen das Regulativ, also dass der Feit plötzlich, der am König sagt, da hast du vorher einen Scheiß gebaut. So, na, damit da überhaupt weitergeht, meint sie einer aus dem Publikum und sagt, ich kann's machen. Und dann sagt er, weil ich, und sagt zum König, ich weiß, was du brauchst. Dann sagt der König, was brauchst du? Ein Geld brauchst du. Und das ist der Mephisto, der sie da meint. Und sagt zum König, ich kann dir so viel Geld herstellen, wie du magst. Und das finde ich so ultramodern. In dem Moment, wo das regulativ fällt, und das ist nicht nur der Hofnarr, sondern eine feste Opposition, eine Kontrollmacht, regiert das Geld. Und das ist so unfassbar modern, ja, dass ich sage, mein, was ist das für eine schöne Geschichte vom Goethe? Und der hat ja mit Geld viel zum Tag gehabt, war geheimer Finanzrat. Und das ist so eine schöne Geschichte, die viel über meinen Beruf erzählt, über unsere Welt und unglaublich modern ist. Jetzt haben Sie ja den phänomenalen Fonsi erfunden. Und Fonsi ist ja jetzt irgendwie, es gibt glaube ich noch die Aktentasche, gibt's noch, aber im Schrank da war. Ich finde das ganz klug von Ihnen, weil Sie spüren, Sie entwickeln sich ja auch immer weiter. Ich spüre das einfach. Sie sind ja auch, Sie können sich ja auch einmal jetzt, sagen wir mal, die Bundesregierung vornehmen. Ja? Sie können sich zum Beispiel den Donald Trump vornehmen, ja? Der einfach was von der, der, der ist ein Dealmaker, ist kein Politiker, ist ein Dealmaker, der will überall sagen, ich will, ich gewinne und so. Das macht sie ja freier. Das ist so, wie wenn einer ständig der Alte war, der Kommissar, und plötzlich sagt, jetzt möchte ich einfach, ich möchte Schiller spielen oder was auch immer. Ja. Dann muss ich den Alten loswerden. Ja. Wie war das bei Ihnen? Welche Emotionen, das macht man nicht von heute auf morgen. Wie war das bei Ihnen? Also von uns ist entstanden Ende der 90er Jahre auf München Oktoberfest. Also einer grantelt über das, wo er daheim ist und am Ende dann aber doch eine bayerische, eine Münchner hat, dann doch ins Bierzeug geht. Also dann die Vorteile dann doch mitnimmt. Dann habe ich festgestellt nach einer Zeit, der kann ja eigentlich, weil er mit so viel Leid am Tisch sitzt, die aus England kommen, aus Japan und so weiter, und er da einen Job hat in der Schlösserverwaltung, das war dann sozusagen, der liest einen Haufen Zeitung. Der kann sich also über alles Gedanken machen. Und dann ging das also auf die Kabarettbühne, und in den letzten 2-3 Jahren haben ganz viele gute, vertraute Freunde von mir gesagt, was machst du denn eigentlich noch mit der Uniform und mit der Tasche? Und ich habe das selber gemerkt. Ja. Ich bin am Anfang auf die Bühne, habe meine Taschen auf den Stuhl gestellt, und das war wirklich so ein Symbol für den Fonsi. Und habe die Taschen nicht mehr angelangt, das Ganze, weil ich es nicht gebracht habe. Dann im letzten Programm habe ich am Schluss die Mützen runter. Dann habe ich gesagt, ja, also kapierst du das jetzt endlich, ja? Jetzt geh einfach auf die Bühne, wie du bist. Und das ist tatsächlich eine große Befreiung, nicht weil es ja schon einen Vorlauf gehabt hat, aber ich fühle mich schon frei. Ich kann jetzt so, fahre zur Bühne und gehe auf die Bühne und kann 20 Minuten spielen oder 2 Stunden. Das super. Und das ist für mich ist das toll. Ja. Sie sind ein echtes Original. Jetzt gehen wir kurz mal in die Werbung und da reden wir gleich drüber. Ja, liebe Zuschauer, wir sind wieder zurück. Ja, Herr Springer, wie werden wir denn so original? Ich weiß es gar nicht, ob ich das bin, original. Das klingt ja immer so, dass ich irgendwann einmal als Bronzefigur am Viktualienmarkt stehe und in irgendeinem Brunnen reinbissel. Das hätte ich nicht einmal so ungern, aber das kann noch ganz, ganz lang dauern. Ja. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, das ist, ich habe es vorher gesagt, vielleicht eine Echtheit oder so. Also alle mögen mich nicht, aber es ist... Aber das darf auch sein. Sie verbirgen sie nicht. Und ja, ich hoffe es. Sie verbirgen sie nicht und sie sind authentisch. Also wie gesagt, ich verstehe ein bisschen was von Körpersprache. Ich habe sie mal jetzt wirklich gegoogelt. Das passt alles. Das passt okay. Alles. Und wahrscheinlich stellen sie auch manchmal plötzlich das um und sagen, also jetzt muss ich da ein bisschen Gas geben. Da gibt es ja welche, die hocken so drin. Ja. Ich gebe einen Vortrag und dann machen die Arme nicht auf und dann irgendwann mal sagen, ich muss da mal anders. Oder ich greife sie auch mal an oder so, dass sie mal sagen, warum schauen sie nicht so komisch oder was? Gefällt Ihnen das nicht? Nein, das mache ich nicht. Weil ich hab einen wahnsinnigen Respekt vom Publikum. Ich hau mir auch wirklich, ich versuche mich jeden Abend aufs Neue um 20 Uhr reinzuschmeißen. Volle Sahne. Und sage, ich bin jetzt da, weil
ich hoffe, eine Bodenständigkeit zu haben und weiß, was das heißt. Die Leute zahlen einen Geld, um mich zu sehen. Die haben einen Babysitter organisiert. Die suchen einen Parkplatz. Die fahren durch Schneegestöber. Und. Es ist ein Aufwand, weil du hast im Fernsehen und im Internet alles halt. Du kannst das wunderbar bequem machen und nur eine schöne Flasche Wein aufmachen oder ein Glasl Bier oder so. Und sitzt strumpfsockert da. Ja? Und das ist nicht live. Und dass die Leute diesen Aufwand machen, um zu mir zu kommen, denen muss ich einen gewissen Respekt zollen. Ja? Und so versuche ich, auf die Bühne zu gehen. Und da versuche ich schon, die Leute nicht zu beschimpfen. Und auch wenn mal einer drin sitzt, das kann auch mal ein Versehen sein. Wenn das Handy leitet, ich sage schon, Leute, muss das sein. Meistens stört es die Leute erst unten selber sehr. Mehrere. Ja? Aber das kann auch sein, dass das ein freiwilliger Feuerwehrler ist oder eine Mama, wo der Papa gerade im Sterben liegt oder irgendwas. Ja. Es muss nicht immer das Schlimmste sein, aber es kann auch Gründe geben. Und dass ich dann von der Bühne den so niedermache, das ist, wo ich ja der Mächtige bin. Ja, weil das Mikrofon. Ich schieße die Mächtigen an und möchte eigentlich nie die Rolle von diesem Machtausspieler. Nicht innerhalb des Kabarettprogramms. Das ist ja eine völlige Verkehrung der Verhältnisse. Ich komme nochmal zurück zum Singspiel. Der Söder, der den Söder spielt, ist ja besser wie der Söder. Ja, leider. Woher kommt sowas? Und der Söder, dem gefällt es ja auch noch. Also es gibt natürlich Schauspieler, Kabarettisten, Kollegen, die haben so eine Bühnenwucht, dass du sagst, das ist jetzt völlig wurscht, ob der noch in der Regierung ist oder eine Rolle spielt, die mag die singen da oben. Ja. Der Uli Bauer war, glaube ich, 17 Jahre oder 20 Jahre als Ude da oben auf der Bühne. Und man hat den so sehr gemacht. Mhm. Dann gibt es eben einen Söder, dann wen haben wir denn noch? Die Angela Ascher, die ja die Christine Hadertauer und jetzt die Ilse Aigner spielt da und die magst du einfach singen. Ja. Ja, und hoffentlich macht die Ilse Aigner irgendwas, damit wir nächstes Jahr die Ascher wieder singen. Ja. Und das ist natürlich toll. Ja. Schade ist es immer, wenn das Politiker sind, die eigentlich nicht so in meiner Gunst stehen und sagen, jetzt ist da so ein guter Kollege auf der Bühne, der darf ja nicht wahr sein. Da gewinnt doch der. Das tut einem dann im Herzen weh. Das glaube ich. Jetzt lassen Sie uns einmal ein bisschen, wir sind jetzt im Jahr der Bundestagswahl. Können Sie sich einmal vorstellen, dass Sie da mal, da gibt es ja wahnsinnige Veränderungen, da bin ich mir ganz sicher, dass Sie da mal was zusammenstellen, wieder ein neues Programm, dass Sie mal sagen, 2017 zum Beispiel. Also mein Programm ist ja jetzt noch nicht so alt. Das hat aber jetzt schon mit der Premiere kaum mehr was zum dabei. Ständig verändern und ständig. Deswegen gibt es auch nicht wirklich geschrieben, ja, von A bis Z. Und ich habe jetzt nicht wirklich eine Premiere, um zu sagen, ich reagiere auf die Bundestagswahl. Aber ich werde definitiv darauf reagieren und eine Viertelstunde oder was ist garantiert neu dann danach. Muss ja auch von den Figuren her. Und das Schöne ist, dass ich wirklich eine Unabhängigkeit habe, weil ich seit, ich glaube jetzt sind es 20 Jahre, spiele ich nicht mehr für Parteien. Und die rufen ja an und sagen, hier ist die SPD, hier ist die FDP, hier ist, selbst die CSU hat man ja angerufen, hat man auf dem Parteitag gespielt. Das Kabarett hat auch was Volkstümliches gekriegt. Und ich habe gesagt, nein, da wo eure Köpfe drauf sind und ein Parteiname, da findet ihr mich nicht. Das ist, ich fühle mich da den Leuten verbunden, den ganz normalen. Sag, ich mag eher da hinkommen. Vertreter des Volkes im Grunde. So, genau. Und so sehe ich mich. Ja. Und da mag ich mich nicht vereinnahmen lassen. Und das mag ich wahnsinnig gern, diese Unabhängigkeit. Und manchmal führt das zu Irritationen im Publikum unten, weil plötzlich stürze ich wieder einen aus einer anderen Ecke. Es ist überparteilich. Ja. Und das macht schon einen großen Spaß. Wenn Sie sich mal die Bundeskanzlerin vornehmen, was fällt Ihnen dazu ein? Relativ wenig, weil sie ist per se, langweilig. Also ich bin ja kein Parodist, also ich stelle die Figur nicht da. Ich mochte das immer nie, wenn man den Helmut Kohl als Birne und den Edmund Stoiber mit manchmal probiere ich es aus, oder es sind kleine Bestandteile, bei mir natürlich schon auch. Aber es gab eine Zeit, da bist du auf die Bühne und hast Stoiber gesagt und und hast dann Applaus gehabt. Also wie billig, ja? Wie schön. Ja. Für mich zwar, hey, erst Applaus nach 10 Sekunden mit zwei Wörtern. Ja. Aber letztlich hat sich wahrscheinlich der Stoiber ins Fäustchen gelacht und gesagt, wunderbar. Solange die über meine Äs im Kabarett reden und nicht über meine Politik, ist das wunderbar. Gut. Ja. Und deswegen versuche ich immer genauer hinzuschauen. Die Merkel ist jemand, der immer sehr zurückhaltend ist, der immer alle reden lässt,
oder die immer alle reden lässt und ganz spät dann irgendwas rauslässt. Ja. Und sie wird dann immer wieder sehr reduziert auf jetzt halt auf das Wir schaffen das und mit der Flüchtlingspolitik. Und nur, glaube ich, ist jetzt die Zeit gekommen, wo sie so lange dabei ist. Es ist jetzt, wir bei allen, die so lange dabei sind, jetzt hat man das Gefühl, jetzt passiert was. Jetzt geht es woanders, jetzt gibt es eine neue Richtung. Ah, und diese Routine ist jetzt durch. Jetzt ja, ist passiert was. Ja. Also Deutschland wird sich sicherlich verändern. Passiert was, weil rundherum ja was passiert. Man hat überall neue Köpfe. Ja. Trump und Putin ist jetzt zwar auch schon lange dabei, aber es ist eine neue Situation entstanden. Es tut sich was. Natürlich auch die digitale Welt. Ja, alles kommt schnell an. Hochfrequenz. Nachrichten kommen darüber. Ja. Was mich sehr, sehr beeindruckt hat, war die Geschichte, Sie haben einen Verein gegründet, die Orient-Hilfe. Also das ist eine großartige Geschichte. Und Sie haben zwei Rollstühle nach Syrien gebracht. Also erzählen Sie mal, wie fühlt man sich da, wenn Sie einfach so diesen Menschen einfach die Rollstühle übergeben haben? Also das ist, dass ich das mache, das hat einfach mit meiner Historie zu tun. Ich habe Arabisch studiert, war 30 Mal in Syrien vor diesem Krieg. Gibt es gar eine enge Verbindung. Dann habe ich gesehen, aha, da gibt es Menschen in Not, ich kenne mich aus, ich kann ein bisschen die Sprache, ich kann da hinfahren und was tun. Und so war es auch. Auch als Einzelner, und jetzt ist es tatsächlich groß geworden. Ja, diese Orient-Helfer, wir sind zwar nach wie vor ein kleiner Verein, aber ein bisschen was können wir schon zerreißen. Und was wir eben auch machen und was die Großen nicht machen, wir aber können, sind diese punktuellen Einzelhilfen. Wenn ich durch ein Flüchtlingscamp gehe, dann geht es schon darum, dass die Kinder keine Schuhe haben und ich sage, okay, machen wir eine Schuhaktion. Jetzt haben wir wieder letzten Winter 33.000 Paar Schuhe verteilt oder so. Das schon. Aber dann ist da eine Mama, die sagt, mein Kind ist krank, ich habe kein Geld, diese Medizin zu kaufen. Ja, wie viel kostet die? Ja, $12. Das darf jetzt nicht wahr sein. Ja. Und ich bin da mit der UNO und da, und dann liest du am Camp-Eingang wieder, die sind da und die sind da und die sind da. Ich sage, natürlich besteht immer die Gefahr, dass es mir anlegt. Ja. Aber dann muss ich auch sagen, dann zahle ich halt privat die $12 oder irgendwas. Aber das darf ja doch wohl nicht wahr sein. Ja. Und da braucht die kein Formular und da muss ich mir nichts bestätigen und pipapo, und da kann ich mal jemanden hinschicken und sagen, schaut mal nach dem Kind, weil wir haben auch ein Büro in Beirut, im Libanon, Leute vor Ort, und sagen, schaut mal, wie das ist. Und diese kleinen Direkthilfen. Und da war eben mal ein Kind, das war eine Mutter, die geflohen ist aus Syrien, der Mann ist erschossen worden, die Kinder waren dabei. Und das war das ist jetzt auch 2 oder 3 Jahre her, da war die Kleine, die war 4 und hat nur eine kleinere Schwester gehabt und die Oma war dabei. Und dann sitzen die so da und die Vierjährige, dann konnte die gut reden und hat so große Angst gehabt und war ein Strahlekind und sitzt so da und also wie ein Schulkind schon, ganz ein gescheites Mädel. Aber du hast gesehen, die kann sich nicht bewegen. Die hat so, ich weiß nicht, wie das medizinisch heißt, extreme motorische Störungen. Und ich weiß, die muss rumtragen werden. Und dann habe ich gesagt, meine Güte, was denn für ein Aufwand. Die Mutter muss ständig das Kind umeinander tragen. Habt ihr keinen Rollstuhl? Ich habe gesagt, ein Rollstuhl wird ihn. Und dann habe ich gesagt, dann bringe ich euch auch mit. So, und das nächste Mal stehe ich am Erdinger Flughafen mit einem Rollstuhl. Und da gibt es natürlich schon Hilfsorganisationen, die sagen, Herr Springer, Sie sind eine Hilfsorganisation, Sie sind international tätig, da kennen Sie nicht einen Rollstuhl. Sage ich, ja, wir sind eine Hilfsorganisation, wir sind international tätig, aber ich kann einen Rollstuhl. Sehen Sie, den bringe ich jetzt da runter. Ja, und den nehme ich mit. Und dann lade ich den wieder aus in Beirut am Flughafen, fahre den wieder rum mit dem Taxi und fahre dann 4,5 Stunden dahin und gebe den dem Kinderl. So, und dann war der aber zu groß und habe das nächste Mal einen kleinen nochmal hingebracht. Ja, das war dann der zweite. Und seitdem, weil in der Arme hat es gesagt, konnte ich allein wenigstens von der Küche ins Wohnzimmer fahren. Und das hat das Leben der Familie total verändert. Das kommt im Herzen zurück. Ja. Das kommt im Herzen zurück. Wie sind denn die Verhältnisse da unten? Also wenn man das einmal, man kriegt es aus den Medien mit und sagt, also zum Beispiel 400.000 Syrer sind geflohen in den Libanon. Und das ist ja eine Zwischenlösung. Ja? Wenn Sie das mal beschreiben. Also die pure Wahrheit ist die, dass die Leute wollen nicht hierher. Die wollen wieder heim. Die wollen wieder heim in ein friedliches Syrien. Natürlich gibt es welche, die hierher wollen. Das ist völlig richtig. In der Masse, die es gibt an Flüchtlingen, die zur Flucht gezwungen worden sind, muss man ja sagen, die vertrieben worden sind, ist es ein geringer
Teil, der hierher kommt. Und die kommen ja nicht alle hierher, um dann eine siebenköpfige Familie nachzuholen. Das ist Quatsch. Das ist mein Erleben von vor Ort. Um es am Libanon zu erzählen, es sind 1,5 Millionen Flüchtlinge ungefähr in dem kleinen Nachbarland von Syrien mit 5 Millionen Einwohnern. Knapp. Das heißt, es war eine Situation, als hätte Deutschland 30 Millionen Flüchtlinge. Das ist schon mal eine unfassbare Überflut. Quasi, und es gibt kein Camp von der UNO, kein großes. Ja, das ist der Situation geschuldet. So, jetzt von diesen Flüchtlingen erhält nur circa jeder Zweite überhaupt internationale Hilfe. Wer ab dem Jahr 2015 geflohen ist, ist überhaupt nicht mehr registriert worden als Flüchtling. Das heißt, die sind einfach da, weil keine Kapazitäten mehr da sind. Dann geht nur jedes dritte Kind auf die Schule. Dann, weil die Kapazitäten auch nicht da sind. Die 17- bis 25-Jährigen, die so Feuer im Hintern, die waren 11 oder 12, als sie fliehen mussten. Kinder haben Schlimmstes gesehen. Die können und dürfen nichts machen. Die sind aber jetzt in einem Alter, sind junge Erwachsene, die wollen lieben, die wollen arbeiten, die wollen gebraucht werden, die wollen irgendwas Sinnvolles machen und hocken man an. Also die Situation ist so eine Katastrophe. Ich bin manchmal mit einem Filmemacher unterwegs, der hat in Liberia Kindersoldaten gedreht, der hat in Djibouti gedreht. Der sagt zu mir, so was Schlimmes wie im Libanon hat er noch gesehen. Ich bin mit Politikern unterwegs, die in Asien und in Afrika in Flüchtlingslager waren. Die haben gesagt, so was Schlimmes haben wir noch nie gesehen. Jetzt ist aber, wenn du mit den Flüchtlingen redest, im Libanon sagen die, das ist das Paradies für das, was in Syrien los ist. Das heißt, die meisten Flüchtlinge sind Binnenflüchtlinge. Die sind von Damaskus, Bergam Lorm, quasi geflohen, nach Holzkirchen. Von Holzkirchen da und da. 7 Fluchtorte, die Busse wurden bombardiert. Jetzt werden die noch bombardiert. Eine elendiglich 100 Ortschaften, jetzt ist Aleppo wieder außerhalb der Diskussion, 100 Ortschaften sind nach wie vor umzingelt, wo nichts reinkommt und nichts rauskommt. Und das ist, und da kann ich jetzt noch, ich rede schon so lange, nochmal eine Viertelstunde reden, die Situation ist trotzdem, wie es dann wirklich ist, unbeschreiblich. Jetzt, was mich auch so stutzig gemacht hat, war dieser Ausspruch von Ihnen, dieser Achtzeiler in der Süddeutschen Zeitung. Müssen wir nochmal draufhelfen? Ja, ich rede voll, wenn der Tag lang ist. Die rechte Hand von Adolf Eichmann. Oh, ja, ja. Der ja jetzt verstorben ist. Ja, aber genau. Es leben nach wie zu vor dem noch, Zeitpunkt. Es leben nach wie vor noch dort unten Leute, die eben geflohen sind. Und das wird einfach auch so geduldet, oder? Ja, also da geht es um meine Suche nach Alois Brunner, die rechte Hand von Adolf Eichmann. Ich komme nicht aus einer jüdischen Familie, ich komme nicht aus einer Nazi-Familie, ich komme aus einer Münchner Familie, in der die Gerechtigkeit hochgehalten wurde. Und als ich in Syrien war, das erste Mal, und bei der Rückkehr erfahren habe, da gibt es den meistgesuchten Nazi-Verbrecher, den meistgesuchten Massenmörder, verantwortlich persönlich für 107, knapp 130.000 Leute, der auch ein 16 Monate altes Baby auch noch nach Auschwitz verfrachtet hat. Der lebt dort unten, hat für den syrischen Staat gearbeitet und höchstwahrscheinlich, ich habe das Papier leider nicht dabei, sondern es ist im Moment nicht auffindbar, wahrscheinlich in Diensten des BND gestanden. Also ein Skandal, der Syrien betrifft, ein Skandal, der Deutschland betrifft. Die Akte über Alois Brunner sind in den 80er Jahren vernichtet worden unter der Kohl-Regierung. Es waren über 500 Einträge. Das heißt, es war eine enorme Bewegung innerhalb des Geheimdienstes. Da war jemand wichtig, mit dem hatte man Kontakt. Und der hat unweit der deutschen Botschaft gelebt und die wussten das alle. Und ich habe den gesucht. Und ich sitze auf eigene Faust, aber eben mit den sogenannten Nazi-Jägern zusammen, mit dem Simon Wiesenthal in Wien, der verstorben ist, mit den sogenannten Nazi-Jägern in Frankreich, Serge und Beate Glasfeld. Sie kennt man noch, sie hat 69 an Kiesinger erwatschen, aber gerade Beate Glasfeld und war vor einigen Jahren gegen Gauck Bundespräsidentin, Gegenkandidatin. Ja, daher kennt man die Beate. Und ich war da schon eingebunden, aber trotzdem war das eine sehr spannende Zeit und ich bin dem Alois Brunner, ich war extrem nah dran, bin ihm aber nie begegnet und eins weiß ich heute, wenn ich ihm begegnet wäre, würde ich heute nicht hier sitzen. Und diese Geschichte, dass sich Nazis in Arabien aufhalten, ist ganz schnell und kurz erklärt. Man kennt bisher nur diese sogenannte Red Line mit vatikanischen Pässen nach Südamerika. Viel näher lag diese Route nach Arabien ist viel näher da gewesen. Nach Südamerika sind auch viele Juden geflohen. Und das war für viele Nazis, die haben gesagt, oh je,
jetzt kommen wir hin, ja, und die haben wir ja verfolgt jetzt die ganze Zeit. Jetzt leben da in Buenos Aires oder so. Jetzt sind ganz viele nach Arabien. Und das war deswegen auch schon vorbereitet, weil ja Rommel da war. Man hat deutsche Postkarten über Bagdad abgeworfen, über Damaskus und so. Rommel hatte Pläne für Konzentrationslager in Nordafrika in der Tasche. Mussolini hat schon einen Schimmel dort gehabt, um dort in Kairo einzureiten. Das hat alles nicht geklappt, Gott sei Dank. Aber die Nazi-Connection zu Arabern war total da. Und ganz, ganz viele Nazis sind nach Kairo, Damaskus und Bagdad geflohen. Und ich kannte viele aus der Nazi-Gemeinde in Damaskus eben. Und das war schräg. Lassen Sie uns nochmal zurückkommen. Wer Sie ja auch oder wen Sie auch bewundert haben ist oder bewundern, ist Karl Valentin. Ist so. Der war ja doch auch ein ernster Kabarettist. Ja, sehr ernst und sehr. Und übrigens auch ein starker Gegner gegen Hitler. Also der Hitler hat ihn zwar gemocht, aber er ihn nicht. Ja. Ja. Wenn Sie Karl Valentin jetzt gegenüber sitzen hätten, was würden Sie ihn fragen? Was würde ich ihn fragen? Ich würde ihn definitiv fragen, an was er gerade schreibt, was er gerade für ein Stück plant in dieser Zeit. Ja, weil er war fleißiger. Er hat immer auf die Zeit reagiert. Ja. Ich glaube nicht, dass wir uns auf ein Bier getroffen hätten, weil er, glaube ich, war kein angenehmer Zeitgenosse. Die Liesel Karlstadt wollte sie dreimal umbringen. Ist mal in die Isar, ja, wegen Erm und so. Das ist eine Geschichte, ist da sehr interessant. Es gab schon immer das Münchner Filmfest und unter den Nazis war Film natürlich ein extremes Propagandamaterial. Und dann haben die aus irgendeinem Irrsinn Karl Valentin und Liesel Karlstadt, weil die einfach sehr bekannt waren in den 30er Jahren, eingeladen. Und was passiert? Es ist wenig Text, sondern die werden angekündigt und dann kriechen Karl Valentin und Liesel Karlstadt unterm Vorhang raus und über die Bühne am Boden. Und dann fragt sie ihm irgendwas und dann sagt er, red nicht so viel. Ja, und dann sagt sie, warum stehen wir nicht auf? Sagt, eisglatt hier, das ist viel zu gefährlich, aufzustehen. Ist das nicht großartig? Ja, ja. Und das sind schon so Sachen. Und ich habe als Kind, wir wissen das ja im Fernsehen und im Radio, ist Karl Valentin immer als lustig gelaufen. Das versteht kein Mensch, warum das so ist. Wenn Sie heute mit dem Urheberrechtevertreter reden, der sagt, in Deutschland wird Karl Valentin gar nicht so viel aufgeführt. Ja, da gibt es ein paar Gruppen und so, und die nachmachen. Also, aber er hat ständig Anfragen aus Japan, aus Brasilien. In seinem Büro, da hängen die Plakate. Und so. Als Theaterschriftsteller, als Schriftsteller des Elends auch. Und wenn man den Firmling sieht, wo man immer gedacht hat, das ist lustig, aber jetzt sind sie Psufer, jetzt fällt er vom Stuhl. Eine arme Geschichte. Das ist todestraurig. Ja. Er stellt Hartz-IV-Leute dar. Klar. Es ist extrem modern. Jemand, der nicht weiß, wie er das Geld herkriegen soll, für die Kerzen und für das. Der dann auch Saufer anfängt und der trotzdem noch eine Liebe hat und dieses Kind, das dann warnt und so. Eine Tragödie, die extrem gut in unsere Zeit reinpasst. Und das ist schon schön, dass es in meiner Zunft solche Leute gab. Und Herr Springer, herzlichen Dank für das tolle Gespräch und ich wünsche Ihnen den Bekanntheitsgrad mal von einem Karl Valentin des Schaffers. Oh. Und dann kriegen Sie wahrscheinlich auch noch den Brunnen am Viktualienmarkt. Aber ich mag nicht verhungern mit Lungenentzündung. Nein. Das Ende will ich nicht. Liebe Zuschauer, wir sehen uns wieder beim nächsten Brennpunkt. Bis dahin noch eine schöne Zeit. Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die eben gesehene Sendung ist ein Business TV-Format. Sie wurde unterstützt von der Lejeune Academy München.